Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Folge von TCGO Pokémon Sammelkartenspiel Online. Es kam mal wieder ein Wunsch-Pokémon. Und zwar eine sehr interessante Kombi. Ich dachte, der will mich erst verarschen. Bis ich endlich mal kapiert habe, was dahinter steckte. Denn es geht, wie ihr natürlich seht, um Glurak und Bisasflor. Zwei Kanto-Starter. Und dachte mir so, irgendwas passt da nicht. Ich habe jetzt nur hier gesehen, er braucht 4 Feuerenergien. Aber ich habe dann irgendwann erst gelesen, Energie verbrennen. Alle Energien, die an dieses Pokémon angelegt sind, liefern Feuerenergie anstatt ihren normalen Typ. Richtig geil, muss man dazu sagen. Das heißt, die Kombination ist natürlich so, 2 Energie, 200 Damage. Hört sich im ersten Moment gar nicht mal so schlecht an, ne? Ja, es hat aber leider auch Nachgeschmack, denn lege 3 an dieses Pokémon angelegte Energie auf deine Ablagestapel. Das heißt, die Energien sind nach der Attacke weg. Leider. Was? Ich habe gestern Abend hier rumprobiert, bis zum geht nicht mehr. Es ist schwierig. Es ist schwierig, denn es gibt kein Pokémon, das eine Fähigkeit besitzt, die Basisenergie, also von der Bank auf das aktuelle schmeißt. Außer, also kein Basis-Pokémon, sondern Metagross würde gehen. Trikefalo würde gehen. Das Problem ist, es sind keine Basis-Pokémon, dann Trikefalo macht nur Finsternis und Finsternis Energie und Erdbau macht ja Psycho- und Metallenergie. Das heißt, Pflanze ist nicht dabei. Wie mache ich das jetzt am besten? Ja, es ist schwierig, denn ich muss ja irgendwie wieder Energie draufkriegen, weil ich kann nicht 2 Runden warten und dann ist der Glurak schon down. Daher spiele ich halt mit ganz viel Leitstein. Denn wenn ich Bisasflor draußen habe und ja, dann kann ich halt mit Rayquaza eventuell die 2 Energien auf das Pokémon setzen. Ich kann es sogar hier dann zurückziehen, das ist nicht das Problem. Irgendwann gehen mir die Energien dann aus. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, wie gesagt, ich habe rumgetüffelt. Ihr seht, ich habe keine Kampfhanner dabei. Ich probiere jetzt einfach mal was Neues. Ich habe jetzt nochmal einen Draw Supporter dabei, 2. Ich habe hier mit Evo Browser und Heiko gekämpft. Ich habe hier eine Zweierlinie drin gehabt. Ich habe hier eine. Ich hatte hier so eine Linie drin gehabt. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ein Glutexo in einem Preiskran drin ist und eins down ist, ist es ein Problem. Daher versuche ich das jetzt. Ich habe mir extra mir noch eins ertauschen müssen, denn ich hatte nur 2 von diesen Gluraks. Wenn es jetzt zum Beispiel jetzt irgendein anderes von denen wäre, das wäre mir egal gewesen. Hauptsache jetzt ein von den Glurak. Ist ein interessanter Kombi. Ob ich damit jetzt gewinnen werde, weil dieses Deck ist mega langsam. Also mega, mega langsam, denn ich kann zwar das Glurak schnell eventuell holen. Ob es auch mit Bisasflor klappt, ich weiß es nicht, denn mal schauen. Wie gesagt, ich hatte vorher eine ganze Linie, um halt zumindest mit Evo Browse oder so und Heiko das irgendwie zu beschleunigen. Ich probiere es jetzt mit Sonderbau. Ich habe es gestern nicht nochmal ausgetestet. Ich saß hier wirklich keine Ahnung wie lange dran. Bestimmt eine Stunde für dieses Deck. Und
Der Anfang ist entscheidend. Der Anfang ist entscheidend. So viel kann ich dazu sagen. Mit diesem Deck hat man schneller verloren, als man gucken kann. Denn ich brauche zweimal Phase 2 Pokémon und das ist schon sehr, sehr hart. Naja, gut. Theorie, Praxis, ne? Wir sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen versuchen wir es einfach mal und hoffen, dass wir zumindest einen Win erzielen. Ja, Taktik dahinter ist gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben, ne? Es ist gar nicht mal so schlecht. Denn 200 Damage mit zwei Energien ist verdammt gut. Damit kann ich viele GX und EX umhauen. Ich glaube sogar alle EX bis auf die Mega-Entwicklung. Ja. Einige GX sogar. Das Problem ist, es ist halt sau langsam. Ich wüsste nicht, wie. Also, ich müsste jedes Mal das Passende ziehen. Müsste innerhalb der ersten Zug und zweiten Zug eigentlich schon ein Bisaflor haben. Das Gute, ich habe einen Nestball drin und Sonderbonbon. Das heißt, wir haben im nächsten Zug Lurak. Das ist das einzige Positive jetzt gerade daran. Ich war auch mit Linette am Kämpfen und etc. Wenn Linette nicht als Start und ich nicht anfange, ist das sogar so. Alles Humbug. Ich würde sagen, wir opfern erstmal das Rayquaza. Es hält ja zumindest ein bisschen was aus, 120. Wir ziehen nochmal eine Karte und bekommen Leichstein. Okay. Ein Double Leichstein. Okay. Lumanda. Das Problem ist, er kann immer noch ein End spielen. Er kann immer noch ein End spielen und. Ja, schauen wir mal. Wenn die Leichsteine weg sind, habe ich nämlich auch ein Problem. Weil dann kann ich die Taktik nicht mehr fahren. Es erschwert und muss ich Glurak halt zum Kämpfen zwingen. Geht nicht anders. Es war ja klar. Es war ja klar. Warum sollte ich auch mein Glurak bekommen? Ich habe zwar jetzt einen Sonderbonbon, ich glaube aber, das will ich jetzt für Bisaflor nutzen, oder? Ich hole mir einen Bisasam oder soll ich mir jetzt schon Glurak holen? Bei Basis-Pokémon, okay. Erstmal, was ich in der Trainerpost drin habe. Genau das meine ich jetzt. Ne? Jetzt habe ich eine schöne Hand gehabt, also eine akzeptable Hand. Und da kommt ein Gegner in. Und der verhaut mir jetzt wieder alles. Auch wenn ich jetzt eine Karte mehr bekommen habe. Aber trotzdem verhaut es mir doch so einiges. Aber mal schauen. Okay, wir haben selbst ein N gezogen. Okay, ja, dann tut's mir leid, komm mal in Utan, denn ich hole mir jetzt einen Glurak. Okay, ich hab sogar. Sogar nur auch ein Bisa Sam und ein Bisa Flor. Das heißt, dass dieser Knosp ist in den Preiskarten drin. So, der erste Teil ist da, aber der zweite Teil ist immer noch nicht auf dem Feld.
nehme diesmal einen Bisasam und benutze die Rettungstrage jetzt, aber. Also die erste für drei Pokémon. Reinschmeißen. Ja, komm mal, Utan, komm mal wieder zurück. Komm mal wieder zurück. So. Wir denken gleich mal an Rayquaza Energie und können gleich Sanner spielen. Kriegen wir immerhin ein bisschen ein paar Karten. Außer wenn ich jetzt einen Platon bekomme. Ich weiß nicht. Vielleicht nachher noch ein, also gleich noch ein Bromley. Das wäre ganz gut, dass ich das Rayquaza sofort besiegen kann. One-Shotte. Also das wäre jetzt, also im nächsten Zug hätte ich gerne eigentlich alles, ne? Bisaflor, Bromley, etc. etc. So, Energie hast du noch gar nicht. So, Sauch. Okay, eine Energie hat er angelegt. Das heißt, er braucht aber trotzdem noch eine Feuerenergie. Oder er switcht zur Umkehrenergie. Nein, er greift nicht an. Jetzt habe ich Sonderbonbon, ne? Oh, Rettungstrage. Oh, ist das immer echt fies. Okay, kriegen wir vielleicht. Nein, okay, wir haben Bromley. Wir haben zwar Bromley, aber die fünf Karten, die sind. Naja. Ah, da ziehe ich Sonderbonbon. Und hätte mir jetzt einen Visaflow machen können. Das ist so. Das ist natürlich echt Käse, ne? AZ. Was hast du vor? Dynamo, also kannst du nur auf deine Bank legen. Was mir noch eingefallen, meinte, die hätte ich auch noch mit reinnehmen können, aber das wäre mir doch zu viel gewesen. Dann noch eine Entwicklung. Deswegen habe ich mich für das Rayquaza entschieden. Es ist farblos und finde es in Ordnung. Ich glaube, ich leg gleich die. Können wir jetzt scrollen? Oh, keine Energie. Switch. Ja, ich kann nicht wirklich viel machen, deswegen gehe ich jetzt auf die Energie und mache Zug beenden. Da ich einfach nichts gezogen habe, was mir jetzt irgendwie was bringt. Switch ist ganz gut. Aber ich brauche noch eine Energie. Und das schleunigst. Er kann das Rayquaza jetzt erledigen. Mit seinen Drachensalve. Zwei Elektroenergie hat er ja. Das sind 120 Damage. Wer tauscht? Er tauscht. Das ist jetzt meine Chance. Gib mir eine Energie. Oh, gib mir eine Energie.
Wie machen wir das? Ich kann eine Karte ziehen, ne? Wenn ich die Combo spiele. Ich probier's aus und wenn ich damit jetzt irgendwas opfer, das ist ein Problem gerade. Kann immer noch zurückziehen, wenn es nicht funktioniert. So. Energie. Oh, Sonderbombe, okay. Schön und gut, so ein Bonbon. Aber Energie wäre mir lieber gewesen. Ich kann nicht angreifen, deswegen. Ziehen wir zurück. Wir ziehen zurück. Ich ziehe zurück. Es bleibt mir keine andere Wahl. Ich kann das leider nicht one-shotten. Aber ich verstehe nicht, warum du Rayquaza nicht besiegst. Okay, 4 Karten. Kampfverdichter. Elektroenergie geht auf den Friedhof. Warum ärgert er sich? Aber keinen Sinn für dich. Ich habe noch nicht mal mein Bisaflor draußen. Das stört mich natürlich auch. Ein Bromley ist schon mal weg. So, Zapdos ist fertig. Kann angreifen. Ich habe zwar noch ein Adressbuch, aber werde ich mir wahrscheinlich Bromley holen. So, was kann dieses Zapdos eigentlich? Donnernder Orkan. Zufälliger Funke. Dieser Angriff fügt ein Pokémon des Gegners jeweils 50 Schaden zu. Für 3 Energie. Finde ich heftig. 4 Münzen, 200 Damage pro Kopf. Beziehungsweise 200 insgesamt. 4. Mir bleibt keine andere Wahl. Okay. Ich verliere alle Energien. Was ist gefährlicher? Zapdos oder das Rayquaza? Ich würde sagen, wir machen das. Das ist so ein Bug! Es ist so ein Bug! Warum? Das ist definitiv ein Bug, das hatte ich auch schon gehabt. Ich habe Bisaflor entwickelt. Und schon funktioniert es nicht. Ich habe hier 3 Energien. Ich habe hier insgesamt 6 Energien. Ich kann nicht mal zurückziehen, klar. Das ist so ein dreckiger Bug, finde ich. Es funktioniert nicht, sobald ich das entwickelt habe. Erst in der nächsten Runde oder was? Ich lass die Zeit jetzt auslaufen.
kann eh nichts mehr machen. Es ist so ein dreckiger Bug. Jedes Mal. Ich verstehe es nicht. Ja, dadurch habe ich jetzt verloren. Weil komischerweise diese Flussfähigkeit nicht funktioniert hat auf Anhieb, nachdem ich das entwickelt habe. Was eigentlich nicht sein kann. Ich habe jetzt insgesamt 6 Energien drin. Man hätte angreifen können. Ich raff es nicht. Ich raff es einfach nicht. Ist das alles mit Absicht? Dass man eine Runde warten muss? Ganz ehrlich, dadurch verliere ich wegen diesem Scheiß-Bug. Das wäre down gewesen. Ey, das regt mich so auf. Ja. Ja. 4-mal Kopf. Ich habe keinen Bock mehr weiter zu kämpfen. Nein. Ich verstehe es nicht. Warum? Es ist schon wieder passiert. Was ist das? Ich entwickle Bisaflor. Also ich habe Bisaflor auf der Bank und das zählt dann nicht. Ich muss tatsächlich eine Runde warten, bis es wirkt. Das ist doch ein scheiß Bug, oder? Habt ihr das auch? Das ist echt Müll. Normalerweise muss die Fähigkeit sofort wirken. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es... Ja. Ja, okay. Eigentlich kann ich schon wieder das Duell vergessen, ey. Dieses Evoli ist einfach nur overpowered, ne? Wenn man das spielt, es ist einfach nur Overpower. Der hat jetzt schon einen Cyanogenic, 200 Damage. Ich habe nichts. Nichts auf der Hand, was mir irgendwie irgendwas machen kann. Kann nichts machen. Energie anlegen gibt es noch schneller down. Ja. Der Gegner hat natürlich die passende Hand. Ich hasse das. Ich hasse das. Meine Hand ist so. Deswegen. Das ist nur. Ich sag ja nicht, es ist eine scheiß Idee, ne? Es ist eine verdammt gute Idee, für 2 Energien so viel Damage zu machen. Aber das Problem ist. Es ist viel zu langsam. Viel zu langsam. Ich will gleich mal das Deck kopieren und mal einfach mal was anderes machen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Es werden sehr, sehr viele Karten rausgeschmissen. Nisswald ist okay. Das ist auch noch okay. Besonders auch noch okay. Oh, danke. Ich werde gleich einfach mal das Bisaflor auswechseln. Ich will wissen, ob es ein Bug ist beim Bisaflor. Weil Trugbild ist genau das gleiche, nur mit Psychoenergie. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal aus. Ach nee, ich glaube, ich habe nur eine Trugbild, ne? Muss ich gleich mal gucken. Ich werde gleich auch mit der KI kämpfen, damit ihr zumindest das Potenzial dieses Decks seht. Weil gegen echte Gegner ist dieses Deck einfach zu langsam.
Aber trotzdem, vielen Dank für die Deck-Idee, die zwei Kombinationsmöglichkeiten zu bieten. Das ist nicht schlecht. Ich guck mal jetzt Tausch weg und hol mir mal einen Guten. Vielleicht ziehe ich ja noch eine nette Karte. Sowas wie Glutexo zum Beispiel. Ich muss gleich trotzdem Sanders spielen. Sonst habe ich zu wenig Karten auf der Hand. Guck erstmal, was ich mit Kommen und Urtern vielleicht ziehen würde. Auf ihr Blatt. Siehst du, das guckt auch schon so traurig. Denn er weiß, dass es verlieren wird. Oh Mann, oh, dieses arme Glumanda. Kommas. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Karten. Eigentlich ist Kommas eine gute Alternative, ne? Kann man schon so sagen. Das Problem ist, man braucht aber erstmal Pokémon auf der Bank. Mit Kommas eine Wirkung erzielt. Card War. Oh, Evil-Zahl. Okay, wir haben nochmal eine Energie, das ist gut. Also wir können das schon mal anlegen. So, Kommando. Sonderbonbon? Der wäre zu schön, um wahr zu sein. Wäre jetzt schön, um wahr zu sein. Und immer noch kein Bisaflor, ne? Der Gegner spielt N, okay. Schade. Jetzt habe ich Glurak auf der Hand, aber bekomme ein paar Karten. Okay. Bisaflor habe ich auf der Hand. Super toll, aber bringt mir jetzt gerade gar nichts. Heldgebläse, okay. Ja, mal kann ich nicht mal. Ich kann nicht mein eigenes Heldgebläse. Ich zieh erstmal fürs Erste zurück. Jetzt brauche ich Sonderbonbon, aber schnell, damit ich Bisaflor benutzen kann. Okay, wie viel Energie hast du denn draußen schon? Eine. Genau, das meine ich. Dunkler Impuls ist nämlich auch ganz gut.
Das Problem ist, ich kann nur einmal McNuggets angreifen. Weil ich kein, kein Dingens hab, kein Rayquaza. So, Kuman und Utan wird jetzt draufgehen, ne? Ja, Kuman und Utan wird jetzt draufgehen. Akromas. Alter, der hat so einen Lack mit seinen Akromas, ey. So viele Karten kann er jetzt ziehen. Sein Deck ist aber auch nicht das schnellste, muss man sagen. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, 2, 5 Energien sind draußen, das sind 100 Schaden. Ach ja, 140. Ja, ich glaube, das ist loose. Das ist loose, weil wenn ich jetzt keinen Sonderbonbon ziehe und wenn Glurak nicht angreifen darf, dann ist es definitiv ein mieser Flop-Bug, weil hier steht, jede an deine Pokémon angelegte Basis liefert zwei Energie, du kannst nur jeweils eine Fähigkeit Dunkelherrscher einsetzen. Ja, ich weiß, aber warum wirkt die nicht sofort? Shaman Kapufala habe ich nicht drin. Ja, ich würde sagen, das war's. Ich würde sagen, das war's. Mein Deck ist viel zu langsam. Ich habe wieder mal Cardwall im Deck, aber ziehe einfach nichts. Und der hat schon zwei von denen. Also, nein. Ich würde sagen, das war's jetzt. Drei Loses. Irgendwie war mir das auch klar. Ich werde das Deck jetzt gleich nochmal auseinandernehmen. Ich bin ehrgeizig und will das Darkrai besiegen und ich wette mit euch, wenn ich Bisafleur jetzt entwickle. Was hast du? N. Okay, ich krieg Karten. Krieg ich Bisafleur? Nein. Platan, gib mir Bisafleur bitte. Danke. Und schon kann ich nicht angreifen. What the fuck? What the fuck? Ich kann nicht angreifen. Was ist das für ein dreckiger Bug? Es funktioniert nicht. Warum? Ich habe doch da...
Hä? Ich verstehe es nicht. Wieso funktioniert es nicht? Auf Anhieb. Hängt das davon von Energieverbrennen ab? Ich find's witzig. Aber auch scheiße. Was ist das denn? Wieso funktioniert das in der Runde, wo dieser Floor gespielt wird, nicht? Aber sonst funktioniert das andauernd. Ich verstehe es nicht. Sind das so Gegensätze, die beiden Fähigkeiten? Oh, tschüss, Sonderbonbon. Hallo, Sonderbonbon. Aber gut. Weltgebläse. Mein Todes... Ich werde gleich das Darkrai zwar bezwingen, aber das war's aber auch schon. Weil jetzt kommt Rayquaza. Get down und... Kriege ich vielleicht den ganz... Immerhin kann ich jetzt zeigen, dass ich 200 Damage machen kann. Hä? Bin ich jetzt ganz verblödet? Ja, sagt nichts, aber... Wieso funktioniert das nicht? Wieso kann ich nicht angreifen? Das ist ein definitiv... Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Das kann mir keiner erzählen. Natürlich ziehe ich keine Energie. Warum sollte ich auch? Was ist das für ein Bug, bitteschön? Das ist definitiv ein Bug. Das kann mir keiner erzählen. Das kann mir keiner erzählen, dass das kein Bug ist. Wieso dieses Glurak? Warum das nicht? Weil das als erstes gespielt wurde? Und nicht kompatibel mit Bisafloor einmal ist? Was zur Hölle? Das macht einfach keinen Sinn. Ja, jetzt ein Leichtstein, ne? Ja. Jetzt brauche ich einen Tausch. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Warum auch immer.
Jetzt funktioniert es. Es ist so ein dreckiger Bug. Es ist so ein dreckiger Bug. Du bezwingst doch das Glorak. Was hast du denn? Ist doch gut für dich. Du musst alle Energien weghauen. Oh, Rayquaza. Oh, wow. Ja, tschüss, Eviltal. Tschüss, Glurak. Liefert nur eine A-Plus-Energie. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank kriege ich jetzt noch einen Tausch, damit ich zumindest Energie bekomme. Oh, ich fasse mich bestimmt dafür, dass ich jetzt... Ich habe kein Dingens mehr. Da ist Glutexo. Ja. Nimm das frische. Holy moly! So. Nimm jetzt das frische. Man kann immer noch einen Glurak opfern, aber naja, gucken wir mal. Jetzt habe ich Dingens weggeschmissen, ne? Wäre jetzt ganz geil. Beide sind aber weg, ne? Ja, beide sind. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, was macht er? Er zieht zurück. Fuck you! Was? Wie sollte das reingenommen? So. Gespielt. Alter, der nimmt das Glutexo, dieser dreckige Bastard, ey. Ah, der hat gewonnen. Das ist der Win. Ach Mann. Oh, schade. Wieso? Du hast doch gewonnen, du Vollidiot. Das verstehe ich nicht. Wieso macht er so einen Smiley, wenn er gewonnen hat? So ein. Das ist definitiv ein Bug, das kann mir keiner erzählen. Das verstehe ich einfach nicht, wenn ich das Visoflow und die Energie noch nicht fertig habe. Oder wenn ich habe zwei Energie dran, aber es zählt dann auf einmal nicht, warum auch immer. Aber bei einem anderen Glurak zählt es? Nur bei den Aktiven, was gerade da war, muss erst noch eine Energie gespielt werden, damit es zählt? Versteht ihr den Sinn dahinter? Eigentlich nicht, oder? Ja, aber ich sehe gerade, es ist ein langes Duell, deswegen werde ich das irgendwann vielleicht mal in einem
im Livestream nochmal gucken. Vielleicht habt ihr jetzt Deckideen oder beziehungsweise eine Idee, wie man das schneller spielt. Nee, bei mir klappt das einfach nicht. Ich habe wirklich gestern eine Stunde dran gesessen, um es irgendwie schneller zu spielen. Deswegen dachte ich, ich nehme jetzt einfach mal Sonderbonbon, aber es funktioniert genauso. Es ist immer noch so arschlangsam. Ja, kein Sieg, fast einen Sieg bekommen. Der Gegner hatte leider die passende Karte auf der Hand, um mich zu besiegen, sonst hätte ich gewonnen. Gut gespielt von dem Gegner, leider. Den Sieg, den hätte ich mir gegönnt, ne? Aber leider hat der Bromley gehabt. Das war das Problem. Ein Bromley war, beide waren Friedhof. Gut, wir sehen uns beim anderen Mal. Ihr wisst Bescheid. Hashtag Wunsch-Pokémon. Eure Wunsch-Pokémon-Kombinationen. Wunsch-Pokémon. Oh, da weiß der Geier. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn nichts ist, ihr wisst Bescheid. Es kommt dann auch keine Folge. Also denkt daran. Auch die Leute, die es sehen, spielt mal bitte dies und das. Erinnert die Leute mal daran, dass es nicht so funktioniert. So werdet ihr niemals drangenommen. Nur mit diesem Hashtag. Wir sehen uns also bis zum nächsten Mal.